ehrlich. Ob Dom, Philharmonie oder Museum Ludwig, unser Köln ist wirklich vielfältig. Das haben auch die Macher des Fedelsfilms entdeckt. Morgen startet das Projekt in die zweite Runde. Diesmal sollen die Hobbyfilmemacher das Agnesviertel abbilden, so wie sie es sehen. Und das in nur knapp 48 Stunden. Zwei davon sind Philipp Hesse und Tatjana Mischke. Und die beiden, die genießen noch die Ruhe vor dem Sturm. Was bewegt die Menschen auf den Kölner Straßen wirklich? Tatort heute, Nippes. Und dieses Jahr? Tatort Agnesviertel. Letzte Besprechungen für Tatjana und Philipp. Morgen Abend geht's los. Und ab dann werden die beiden ihren Fedelsfilm produzieren. Ein kompletter Film, nur zwei Tage Zeit. Was ich spannend finde, dass das eigentlich ein bisschen so ein... wie so eine Abenteueraufgabe ist, zu sagen, okay, innerhalb ganz kurzer Zeit möglichst viel auszuprobieren, möglichst viel Sachen zu machen, die man sonst normalerweise nicht macht. Und über so einen Film auch neue Leute kennenlernen, das Viertel kennenlernen, Locations kennenlernen. Ein Konzept haben die beiden noch nicht, können sie aber auch gar nicht. Denn jedes Team muss Requisiten in seinen Film einbauen. Welche, das erfährt es erst morgen. Der Clou im letzten Jahr, eine Packung Damenbinden. Was denn hier? Ich hätte hier noch Damenbinden. Super. Wer jetzt dort? Ich geht. Okay. Alles, was Philipp und Tatjana bislang wissen, die Filme sollen das Agnesviertel in Szene setzen. Und das passt Philipp ganz gut. Ich wohne hier seit 4 Jahren, ich arbeite hier, ich habe hier meine Hobbys, meinen Friseur, meinen Supermarkt. Man kennt eigentlich jede Ecke, wenn man jetzt da so ein Thema vorgeschlagen bekommt und muss das umsetzen. Das ist eigentlich schön, wenn man das in einer bekannten Umgebung machen kann. Die Teilnehmer drehen ihre Filme selber, egal ob Profis oder nicht. Philipp steht als Redakteur sonst neben der Kamera. Jetzt muss er selber ran. Mein Anspruch an den Film ist, dass er mir nachher gefällt und unserer Gruppe, unserem Team. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ab morgen läuft die Uhr. Dann haben Sie genau 47 Stunden und 11 Minuten Zeit. Ja, und jetzt heißt es Tatort Lokalzeitstudio Köln. Manfred Ganswind, Sie sind Filmverantwortlicher für den Fedelsfilm. Aber das ist ja weitaus mehr als ausschließlich nur das Kurzfilmfestival, oder? Was gibt es ja, da noch? Ja, es ist sehr viel mehr. Wir haben einen Doppelgängerwettbewerb, der morgen startet. Es gibt den Fotowalk. Was kann man sich darunter vorstellen unter einem Doppelgängerwettbewerb? Morgen stellen sich Doppelgänger auf einer Bühne vor und die Besten werden sozusagen prämiert, werden vom Publikum ausgewählt und am nächsten Tag, am Samstag, ziehen wir mit denen durch die Innenstadt und drehen kleine Szenen ab. Die werden dann auf dem Festival am 4.7. gezeigt. Okay, und da gibt es ja noch den Fotowettbewerb. Es gibt den. Das ist kein Wettbewerb, es ist ein Fotowalk. Das sind morgens um 6 Uhr Fotografen losgegangen und tun das am kommenden Samstag auch noch. Also wer da mitmachen möchte, Samstag um 5:45 morgens am Ebertplatz. Die Fotografen ziehen durch das Agnesviertel, fotografieren, machen ganz spannende, originelle Fotos und die werden auf einer großen Projektion auch auf dem Festival den ganzen Tag über gezeigt. Letztes Jahr fand das Festival zum ersten Mal statt. Jetzt geht es in die zweite Runde. Letztes Jahr war es in Nippes, dieses Jahr im Agnesviertel. Wer entscheidet das, dass es dieses Jahr halt eben im Agnesviertel stattfindet? Das haben bisher wir entschieden, beziehungsweise Andreas Bastian, sozusagen der die initiale Idee hatte. Die Idee ist natürlich, mit dem Festival am Ende durch alle Stadtteile mal irgendwann durchzugehen, also durch alle Fädel, ne, die nächsten 52 Jahre. Wir haben uns aber schon bewusst Stadtteile ausgesucht, die von dieser Medienstadt Köln noch nicht so verbraucht sind. Also es gibt ja ganz viele, irre viele Köln-Bilder, aber die sind oft die gleichen. Und wir wollen einfach mal dahin gehen, wo das echte Leben ist und eigene Geschichten erzählen. Also wir waren auch bei der Politik. Die Politik sagt sofort, Agnesviertel, Gentrifizierung, das müsst ihr machen. Aber keiner der Künstler interessiert sich dafür. Die wollen ganz persönliche Geschichten erzählen und finden das total langweilig. Und das ist auch das, was wir wollen. In einem Stadtteil, wo Leben stattfindet, was erzählen. Sie haben es gerade angesprochen. Wer darf denn da überhaupt mitmachen? Es darf jeder mitmachen. Es dürfen Profis mitmachen. Es dürfen Amateure mitmachen. Leute, die irgendwo dazwischen sind. Und wir mischen die auch gerne. Also wer rechtzeitig kommt um 17 Uhr morgen, der hat die Chance an der Teambildung teilzunehmen. Und da kann jeder mal gucken, ob er nicht noch ein Team findet. Es werden viele Schauspieler da sein, die haben sich angemeldet. Die suchen Filmteams. Also jeder, der eine Kamera hat oder Regisseur ist, sollte da hinkommen. Selbst wenn er alleine ist, es lässt sich jemand finden. Aber nicht nur Leute, die mitmachen, sind erwünscht, oder?
Nein, natürlich ist es ein Publikum, ihr wisst, es gibt morgen ein großes Programm, es gibt zwei Bands, die spielen, es gibt eben diesen Doppelgängerwettbewerb und am 4.7., das eigentliche Festival, da ist noch viel mehr los, Kassala spielt da, es sind Dutzende von Straßenmusikern da und. Okay. Es gibt ganz viele Attraktionen. Also morgen geht's los, wir freuen uns drauf, ich hoffe, bei gutem Wetter, das schauen wir uns nämlich später mal an und dann vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Ja, und damit kommen wir zu den Kurznachrichten.